Dann würde ich sagen, suchen wir uns Material und ein schönes Plätzchen, wa? Und es ist halt viel was Aggros, ne? Die Borgs sind halt alle Aggro, die müssen aufpassen. Ja, ich weiß. Aber ich habe auch noch nicht, wie viel brauche ich denn? 5 Holz. Zwei. Ich habe hier nur das am Rand gesammelt gehabt, wo ich dann. Wieder mit ihm. Ich muss noch trotzdem noch ein bisschen lauter stellen. Hier. Warum stellt ihr denn bei mir immer die Lautstärke von dem Effekt runter? Kann ich dir sagen. Interessant. Hey, wo ist mein Holz? Was ich gerade gefahren. Das habe ich mich auch gefragt. Naja, nee, du nimmst es ja auch noch instant, aber ich habe noch nicht mal gesehen, dass es runtergeploppt ist. Inventar ist Tab. Ich sag's dir, ja, weil ich habe. Ja, ich habe da Jahre für. Ich habe gleich bei den Hotkeys reingeguckt, wo es ist. Den Hotkey nicht gefunden, ich war einfach blind. Ja, gut, ich. Ne, aber. Ja. Aber man kann auch nicht jeden Stein sammeln, oder? So wie es aussieht. Himmel kannst du erst wirklich abbauen, wenn du den ersten Boss hinter dir hast. Erstmal fertig ich eine Keule an. Ups. Hast du das gehört? Hätte ich auch nicht mal. Ja, habe ich gehört. Also geht wirklich nur dieses simple Aufsammeln, sagst du. Ja, aber du findest eigentlich genug. Vor allem, du brauchst auch Häuser, zumindest bist du nicht so weit, dass du Häuser mit Stein bauen kannst. Also kannst du mit Holz bauen. Ja. Was aber auch wieder interessant ist, weil du Ruinen findest, die teilweise komplett auf Stein gebannt gebaut sind. Nimm die Keule, geht einfacher. Ist das mit der Keule echt schnell, oder? Und du levelst gleich den Keulen-Skill. Ja, das ist richtig. So, willst du vorlaufen und ich latsche mal hinterher, oder? Welt ist ja random generiert. Ja. Aber haben hier rechts von uns schon Wasser, oder? Ich würde auch mit dem Rücken zum Wasser vielleicht stehen oder so. Was ist denn da hinten? Aber da ist nur eine zweite Insel. Ja. Wobei direkt auf dieser Insel hier vor uns. Dass wir jetzt ein Haus haben. Aber das ist zu klein. Das sag ich dir jetzt schon. Ja, das glaube ich auch. Nix. Und für zwei Mann. Ja, vor allen Dingen, wir können da mal rüber gehen, ne? Ja, da ist wahrscheinlich eine Truhe drin. Vor allen Dingen, das Problem ist halt, dass die Truhen, die du später bauen kannst, die halten, was können die nehmen? 10 oder so? Also, brauchst du relativ viel davon. Das ist nicht toll, was dabei rumkommt. Ja, ist überhaupt nicht. Ist da irgendwie eine Truhe drin? Nee, ne? Doch. Na, dann. Ist jetzt, da muss ich mal gucken, ist das jetzt für uns unterschiedlich oder? Ich habe jetzt da bei der kaputte Torch und Federn drin gehört. Ja, da ist eine kaputte Torch noch drin. Naja, der kaputte Torch habe ich nicht mit, aber gut, dann ist der Loot Weltenloot. Und nicht für jeden einzeln. Kannst du gleich Flint mitnehmen, wenn du ihn findest. Ja, ich sammle hier gerade die ganzen Feuersteine auf. Ich hab den Hammer schon machen, aber. Ich hab den Namen für den Hammer. Hammer ist nur zum Bauen. Ja, ich weiß. No, just ein bisschen informiert habe ich mich schon. Wunderlich. Sag mal. Wenn ich das mit dir spielen will, muss ich ja wissen, ob es mir überhaupt passt, oder? Ja, aber in welchem Video siehst du bitte, wie du baust? Och, ich hab mir einfach von irgendwem so einen Anfänger reingezogen, wie er so. Du spoilerst dich auch gleich wieder. Tja, so viel hat er gar nicht gezeigt. Oder so viel habe ich mir gar nicht angeguckt, nur so ein bisschen den Anfang. Jimmy, ich friere wegen dir. Ah, ich auch.
Du musst deinem Gott eine Hütte besorgen oder einen Platz für eine Hütte. Mach mal jetzt. Hier schon wieder als Gott, das ist schwierig. Was willst du jetzt schon wieder hier jubeln? Du scheinst zu zittern, ja, weil mir kalt ist. Ich spiele wirklich auf Deutsch. Ja, warum nicht? Wenn es die Option gibt und scheint jetzt auch nicht irgendwie. Warum doch, ist die Frage. Schlecht zu sein. Ich kann auch mal was auf Deutsch spielen. Ich spiele sonst oft auf Englisch. Ist doch kein Unterschied, oder? Boah. Das ist so ein bisschen wie wenn also, ich würde sagen, bei dem Spiel ist es eher egaler, deswegen ist es Wayne, ob du jetzt auf Deutsch oder auf Englisch spielst. Ja, aber ja, okay, aber wenn es eher egaler ist, würde ich doch so sagen, Englisch way to go, alleine, weil man da doch einfach googeln. Boah. Was zum Geier haut mich? Ich haut was? So. Weil was essen wäre auch eine Option, ne? Du hast die Bären vorhin aufgesammelt, warum hast du die nicht gefunden? Ja, deswegen, ja. Ich hab nicht dran gedacht, ich hab die schon gesammelt. Hier knurrt mich immer die ganze Zeit was an, Jimmy. Das sind die Necks, die schlafen. Die schlafen gar nicht, die knurren. Weil ihn Gott sei Dank heult, weil er Necks viel findet. Ich sag mal nebenbei kurz gute Nacht. Such dir eine schöne Ecke aus. Die eigentlich alle weg in deiner Welt. Was hast du gemacht? Die Peaceful Anfängerwelt oder was soll das hier sein? Jetzt hier, Gottverdammte Scheiße. Anfängerwelt. Wir sind ja auch noch nicht im Dunkelwald oder wie die Scheiße heißt. Da gibt es ja auch wohl noch härtere Viecher. Die ist schön, sag ich dir. Ein oder Meadows wären halt mein Eis, aber. Ich hab das Gefühl, du schiebst uns hier immer mehr in so ein Dschungelgebiet statt an einer schönen Stelle. guck mal, was da kommt. Kurz vorm Dunkelwald. Alter, jetzt rede ich schon wieder Englisch. Ich ist krank oder was? Vom Black Forest. Ich lauf mal, ich nehme mal die Beine in Hand. Ich bin ja auf die andere Seite. Wir können ja auch. Ja, ich gehe einfach auf die andere Seite. Zwar einen relativ großen Agro-Bereich, aber der ist nicht so groß als. Als dass sie unendlich lange hinterherkommen. Okay, das ist interessant. Sagst du? Ich habe deutlich länger gebraucht, um den ersten Black Forest zu finden. Einste Vernünftige wäre nicht schlecht, ey, aber deine Welt ist irgendwie kacke generiert. Ich habe einfach standardmäßig generiert. Ja, nee, ist ja okay. Ist halt Zufall. Ich bin einfach nur hochgelaufen. Also. Ich find's ein bisschen doof, dass man sich auf der Karte nicht sieht. Oder müssen wir dazu irgendwie freundesmäßig sein?
wir auch nicht töten. Ja, sehe ich gerade. Fähigkeiten, Fallheim, Compendium. Also mit den Bären sind die Ticks fürs Leben ja echt scheiße. So, aber ich habe mehr AP als du, auch wenn es nicht viel ist. 22 AP ist halt ein Witz. Jetzt ja mal hier, da brauchst du ein Workbench, ne? Zum was bauen, ja. Für die Ho. Dann könntest du hier schon mal angleichen. Was willst du hier? Wir können natürlich hier irgendwo. Okay, ich will dir jetzt. Nee, wir gleichen das hier an. Das ist alles sonst so wenig Platz. Fährt ihm mal einen Hammer an. Und eine Axt. Also Wasser finde ich gar nicht so schlecht, wobei wir ziemlich weit weg sind schon von unserem ersten Boss. So, ne? Ich kann dir nur sagen, pass auf, ja. Du kriegst von Baumstämmen. Ja, ich weiß, das habe ich gesehen. aber dafür kannst du auch so einen Domino-Effekt auslösen, das finde ich cool. Ja, die meisten Bäume dafür so die Schaden machen, wenn sie umfallen. Ausdauer habe ich, bin meinen anderen Schaden. Hat der schon so viel Ausdauer gekriegt, ja, in der kurzen Zeit? Ich habe Running 23 oder so, mein Ausdauer ist hier für doppelt so groß. Und ich glaube, du verlierst auch weniger Ausdauer, wenn du Skill-Level höher bist und so. Okay. Weil sonst hast du ja keinen Vorteil davon, das Skill-Level höher zu machen. Ich habe richtig Glück hier gerade. Der Baumstumpfe da ist ins Wasser gerollt. Das ist ja zu Glück. Ja, ganz toll, ganz, ganz tolles Glück. Wie baue ich denn eine Werkbank? Das weiß ich zum Beispiel nicht. Also so wie du da jetzt gebaut hast. Ja. Jetzt ja mal das Tool, womit du baust, in die Hand nehmen. Dann würdest du es vielleicht selber. Das hatte ich, aber das hat mir nicht. Baumenü. Ah, da, Rechtsklick, Baumenü. Ah. Fächer, Werkbank. So, einfach nur geisteskrank. Was ich nur ein bisschen schade finde. Brauchen wir jetzt schon Hackholz oder also Hackbalken da? Das Problem ist, die Workbench ist so, das ist halt wie der Worktable in Minecraft. Problem ist, wir können hier nichts angreifen, weil wir die angleichen. Ja. Weil wir die Workbench dafür einmal um herum ein Haus bauen müssen. Ja, ich hab's gerade auch gelesen mit dem Dach. Das macht das ganze Bauen jetzt nicht schöner, möchte ich sagen. Nö, irgendwie so gar nicht. Kannst ja mal an dem Futterstand dein Fleisch packen. Ja. Ich habe auch ein ganzes Fleischstück gehabt. Also. Ja gut, bist ja auch nur weggerannt und hast gesagt, die hauen mich und was so. Ja, nur bei den Großen da eben. Die waren aber auch böse zu mir. Oh Gott, geh leise heulen, Sissy. Nee. Wo ist dein Franz? Unterwegs, der baut mir und kauft mir was. You wish. You wish, Alter. Na, guck mal, er hat mir gerade schon hier Holz hergebracht.
Schaden gekriegt? Das ist also einer voll auf deine Nase gefallen wäre. Nö. Traurig. Das wird Attentaten von Bäumen kriegt dich nicht kaputt. Ey, der guckt dir das an. Ja, wie wär's, wenn du dich einfach auf die andere Seite stellst, damit er nicht wegrollen kann? Natürlich eine Option. Ja, ja, intelligent. Macht man sowas. Intelligent, ich weiß. Ist ja auch alles so gleich wie. Ja, wir haben hier eine dicke Ebene gefunden. Auch nicht viel ebener hier. Gott, ist das hier nebelig. Das macht natürlich die Suche nach einem Platz auch überhaupt nicht schwierig. Genau, Platz suchen, weil solange wie wir die Workbench nicht mal kurz zumindest unterdacht haben und wir das die Hauen nicht haben zum Angleichen, gibt es eh vergessen. Du kannst auch so Balken drunter bauen, dann kannst du es anheben, das Haus, dann steht es auf Balken. Du kannst ja gerne Balken bauen. Oder du kannst mit dir auf den Sack gehen. Jetzt ist die Frage, welche Größe, 1 Meter oder 2 Meter? Was würdest du denn hier machen? Kannst du aber gucken. Das ist kein Meter. Und das bringt eh nichts. Einfach angleichen. Wir können es aber gerade nicht angleichen. Ja, doch. In 1,5 Minuten kann ich es angleichen. Da brauche ich jetzt kein Holz verschwenden. Warum hast du den Baumstein deinem Wasser nicht abgeholzt? Du bist ein Verschwender der Natur. Der hat ein Schlagloch gebraucht, weißt du? Wie soll ich die Wände hier weiterbauen? Ey, damit es ein Haus ergibt, jetzt schäme ich mich so an. Es geht doch nur darum, mal ganz kurz die scheiß Dings da reinzupacken. Umschalttaste links, überlappen, hier. Ah, so. Machen wir es so, oder? Du hast aber schon verstanden, dass es nur darum geht, die scheiß Workbench da reinzupacken, ne? Ja, ja, ich wollte jetzt hier nach hier rüber. Warum? Wenn ich jetzt das mal angesetzt kriege hier. Okay, what das will so nicht. What the hell are you doing? Ja, ein bisschen Platz brauchen wir, um hier uns zu bewegen, oder? Ja, wir können uns, sobald wir die scheiße Workbench einmal eingepackt haben, hier uns komplett austoben. Du hast immer noch nicht verstanden, oder? Ja, doch, doch. Naja, aber was machst du denn da? Nee, das war jetzt eins zu viel. Du hast, glaube ich, ein bisschen. Nee, das geht noch. Au, jetzt brenne ich, na toll. Schritt zu viel gemacht. Mann. Einmal mit Jimmy als Profi wäre schön. Das Problem ist, dass du meine Genialität nur nicht verstehst gerade. Definitiv nicht. Die will auch gar keiner verstehen, glaube ich. Ich glaube, dass 80%, die 80% von denen, die ihm zuschauen, die schon mal ein Survival Game gespielt haben, verstehen. Was ich gerade vorhab. Bis auf du nimmst. Ich verstehe schon, was du willst. Nachdem du auch mal endlich was dazu gesagt hast und auch was erklärt hast. Was? Ich muss jetzt verarschen. So, Übrigens, wir haben ein Dach drüber, ja? Ja, aber mir fehlt Holz, um noch eine Workbench zu bauen. Stell mal eine Hacke her. Ups.
Jetzt ist nur die Frage, wo ebnen wir jetzt am besten? Gleich hier direkt drunter? Nee. Ja, diesen ganzen gottverlassenen... Wobei gottverlassen wir sind Wikinger, aber wir glauben immer an Götter. Ja, ich wollte schon sagen, du bist so ein Blasphemiker. Schon jeher gewesen. Wahrscheinlich hätte ich diese Epoche auch nie überlebt. Hier liegt noch ein Holzstumpf rum, den bohr ich mal. Hier wird nichts verschwendet, nichts, sag ich dir. Ja, deswegen hast du deinen Baumstumpf ja auch im Wasser gelassen, ne? Ich konnte nicht hinterher, ich war ausdauerleer. Ja, und danach hättest du doch. Danach hättest du doch wieder. Nichts verschwendet, der ist auch, weißt du? Improvement Axe 1 jetzt erst. Ich werde hier der Bauer oder was, indem ich hier mal die Hake benutze. Das könnte dir aber auch so gefallen, ne? Ey, naja, muss er dir heute. Wie weit runter kann ich denn damit? Ist die Frage. The Ground ist ja nur, dass du es angreifst, Horst. Ja. Am besten, ich heb das hier auch mal ein bisschen an, oder? Wenn wir das hier ein bisschen an. Bin ich auch so. Ach, ich brauche Stein zum Anheben. Okay, das ist natürlich schlecht. Hier würde ich ein bisschen tief runter erhöhen, ne? Ne, da habe ich nur einmal gehackt. Na gut, macht's nicht besser. Ne, ist auch toll, das ist sehr anders. Aber nur ein bisschen. Der ist sehr unlucky. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen anheben, sonst wird das nichts. Ja, kannst du schon mal Stein sammeln. Bin ich hier eigentlich deine Sammelkönigin oder so? Oder du aus Schätzchen, weißt du doch. Komm, wenn du hier so anfängst. Irgendwas war da eklig gerade. Wenn du hier so anfängst, ne? Sammelkönigin. Außerdem hast du den Mist auch verursacht. Ich hab hier gar nichts verursacht. Natürlich. Ich hab nur den blöden Server gestartet und schon. What ist das erste CO in der Hand? Steine. ID vor Steine. Einstein. Nur reinschneiden. Mach ich extra nur für dich, ne? Stein, Stein, Stein. Aber eher das Gefühl, wir sollen uns einen neuen Punkt suchen. Der ist irgendwie. Das wirst du nie gerade kriegen, Alter. Guck dir das mal an. Ich hab dir das vorher gesagt. Ja, aber warum wirst du denn nicht auch Pathen und nicht Level Down? Level Ground? Also keine Ahnung, was gerade wird das. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich gerade wird. Ja, ich bin zu weit von der Werkbank entfernt. Du kannst keine Werkbank mehr. Hingestellt? Du hast echt schon alles abgerissen und bist abgehauen? Naja, was erwartest du? Warum sagst du denn nichts? Du wolltest auch nur Steine holen. Ich weiß ja nicht, wofür du jetzt eine Werkbank brauchst.
Weil ich da anheben wollte. Ich habe ja nicht mitgekriegt, dass... Und vor allem die Feuerstelle lässt jetzt da, anstatt die mitzunehmen, oder? Oder die Materialien. Ein bisschen... Das über eine Werkbank entstellen, das ist jetzt schwierig. Schlimm mit dir, schlimm mit dir. Ich will mich von der Stelle nicht überzeugt. Soll ich dir das so sagen? Soll ich dir das so sagen, wie ich das denke? Wenn du das machst, ne, da kommt eh nichts bei rum. Du hast das hier gemacht. Nicht. Das hier ist dein Verdienst. Wie kann ich was dafür, dass sich das nicht wirklich ebnen lässt? Willst du aus? Lass uns einfach irgendwo eine Stelle suchen und mit einem Meter Pfahl da einfach nur da drauf bauen. Ich glaube, das sieht am Ende besser aus, als wenn wir hier ewig versuchen, da irgendwas zu ebnen und das klappt nicht, weil du geometrisch versagst. Ich sprach immer mit der Hole in der Hand. Also ich kann dir sagen... Geometrisches Versagen, Jimmy Joel. Ich kann dir sagen, ich habe meine Welt geflatten gekriegt. Mein Haus steht perfekt. Hat sich ein Ziel gesucht, Ebene. Ja, von weg. Ich hab's hingekriegt, guck mal, Mama. Von weg. Ich hab schön 2x2 Häuschen gebaut, dann hab ich die Haube gehabt und dann hab ich angebaut. 2x2 Häuschen. Die du hier gemacht hast, ist aber auch so schlecht. Aber hier sieht es doch gar nicht so schlecht aus. Aber hast du die Augen offen? Hier sind mehr Kurven drin als in jeder Radiationskurve. Pfahl. Pfahl. Oder da vorne? Auf ja, der Insel? Das habe ich auch gerade gedacht, ja. Also, wenn man runterrutscht, ich bin keine Lawine. Ah, hast du dich beim Spiegel angeguckt in den letzten Wochen? Und schon möchte ich ihn wieder schlagen. Mann, Mann, Mann. Du bist da mitgekommen. Hier sieht doch schön aus, hier vorne. Komm mal her jetzt. Ja, du wolltest. Achso, warte. Ich habe ja die ganzen Sachen gefunden. Hier sind aber eigentlich auch so viele Steine und die können wir erst wegmachen, wenn wir den ersten Boss besiegt haben. Aber wenn wir die Baumstümpfe wegmachen, sollte doch eigentlich genug Platz hier sein, oder? So dazwischen. Wir müssen ja erstmal noch nichts ganz Großes bauen. Ich habe gesehen, du möchtest einen Freund einladen. Ey, da war halt ihr daher. Ich habe gleich neben dem ab. Der hier will von mir. Aber ich muss ehrlich sagen, noch mehr Findlinge konnten sie nicht hier hinstellen, nein? Das ist schwierig, ja. Also ich würde ja. Wir bauen es hier ein bisschen drüber. Da ist nur dieser eine kleine Stein hier. Da können wir dann wirklich drüber bauen. Oder wenn wir das anheben, die Erde. Ja, so viel Stein sammle ich nicht. Warte mal, ich probier's mal. Was würdest du jetzt sagen, hier so ein bisschen? Du hast eine gerade hingekriegt, das würde ich sagen. Mann, ey, warum kann ich nicht mit einem Profi spielen? Warum? Du hast doch den Scheiß da vorhin gemacht. Was wartest du jetzt eigentlich? Bau halt das Haus, los, Sklave. Ich halt den Baul und außerdem gucke ich mir gerade an, ob ich das ein bisschen... anpassen kann noch. Meinst du die Größe reicht oder noch ein bisschen mehr? Gerade. Also mit ein bisschen Augen zudrücken ist es gerade. Ja, ich will von dir nie in dem Haus, wo wir es gebaut hast. Psst.
Ja, ist okay. Ich baue ja auch mein Haus nicht in Minecraft-Style. Und wenn dann